So, lasst uns weitermachen. Ja, die Folgen, die mache ich immer so zwischen 20 und 30 Minuten, wie gewohnt. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Ach, du Scheiße. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Gut. Okay. Dann machen wir das so. Ja. Weißt du, die Monster da draußen und sie schreit wie so eine Wahnsinnige rum. Ja, ist ja elegant. Ja. So, den schon mal. Ist doch, ne? Ja. Genau. So, wie gesagt, wenn ihr das von Anfang bis Ende macht und mein Spiel guckt, hoffentlich, dann hier durch den Mauervorsprung, dass der normale Weg ist, und einmal kurz nach rechts drehen. Jawohl. Da ist the next one, please. Okay, ja, okay. Ja. Ja, wie gesagt, hier gehe ich zügiger vor, als man es von mir gewohnt ist. Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Ach nee. Nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Ja, ich merke schon. Ist nicht so gut. Nee. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein. Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf, die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Na prima. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Gut, mache ich. Jo, weißt du, du klopfst gegen eine Tür, da macht er dir auf und der hält dir direkt die Doppelläufige in the face, ey. Luisa, sie haben schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Fragen über Fragen. Das sag ich euch. Ja. So, lass uns einmal speichern. Ihr seht's da, ja, 22., 23., also wirklich, ja. Durchläufige seht 1, also alles Paletti.
So, danke. Ja. Ich komme gleich. Ne, aber erst gucken wir mal. Das ist das mit dem grünen Tor. Das ist das Versteckte. Da ist die Walküre. Und da ist die Wassermühle. Hm. Woran ich mich schon noch erinnere. Das ist beim Duke nachher. Das ist für den, ja, wo man die Flakons reinsteckt. Ja. Das ist einer der vier Statuen. Die Windmühlen von, ja, Staudamm. Fabrik. Ja, das war's eigentlich. Oh. Oh. So. Und dieses Bild, wenn ich jetzt richtig geguckt hätte, ist auch bei Ethan und Mia zu Hause. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt eine Stelle. Komm rein, die anderen warten. Jawohl. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Und einen Kaffee hätte ich gerne. Tofte, du Sack. Alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen. Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und... Wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Mhm. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Ich glaube, sie selber nicht dran. Beten wir. Für ihn. Ja. Für uns alle. Ja, kommt. Der eine, nimm noch einen Schluck aus der Pulle. Aha, er grenzt sich aus. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben. Wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir. Tee habe ich aber bestellt. Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Naja, ein Teil davon. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Mhm. Sind sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Ja, den ist brennend. Nein! Vater! Elena, nein! Lauf weg! Nein, lass mich los! Nein!
Wir müssen weg! Ihren eigenen Vater zu knallen, ey. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, okay. Ich bring uns hier raus. Uns beide. Wir müssen hier raus, genau. Erstmal gucken, wie. Ja, eine tolle Wurst. Fängt ja schon wieder gut an. Ja. Jo. Guck mal, die Äpfel aber. Ey, die sehen echt Sahne aus, ja. Und fast alle Apfelsorten drin liegen auf dem Teller, ja. Jetzt kriegst du einen trockenen Hals. Halt. Ach, jetzt fange ich schon wieder mit dem Halt an. Ja, es ist so herrlich. Habe ich vermisst. Ja. Absolut nicht. Haben wir denn ein leckeres Tier? Oh, halt. Falls nötig, nimm den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Na gut, lass mal finden. Ei, Autoschlüssel. Autoschlüssel? Untersuchen wir. Da ist der Schraubenzieher. Wir haben ihn. Ah. Sauber. Oh, Mensch. Ey, guck mal hier, die Kupferkessel. Ah, Alter, das ist eine Schnapsfüllerei hier. Ja, die macht ihren eigenen Stoff. Ja. Wer weiß, was das für ein Tee ist. Oh, Weintrauben. Ja. Entschuldigung. Regina Roses. Rosie. Warte mal. Sorry, Leute, ehrlich. Sorry, aber den haben wir auch bei uns zu Hause getrunken. Also bei Ethan und Mia. Ja. So, komm. Mist, das Feuer breitet sich aus. Aber zügig. Oh ja, komm, wir müssen zügig los. Autoschlüssel. Herrlich. Komm, setz dich rein. Hiermit kommen wir raus. Ja, wenn du das sagst, dann würde ich sagen, lass uns mal Gas geben, ne? Wow, yeah! Ja, aus dem Raum raus, aber nicht aus dem Haus. Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Oh Mann. Ja, nu? Daneben nach oben. Aha. Komm hoch. Schnell. Weiter. Genug. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Ja, guter Reitschlag, Ethan. Ehrlich. Ja, hoffentlich.
Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Das wäre schön. Aber noch sind wir hier nicht draußen. Es hält. Also, geht doch. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh, oh. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Wow. Nicht bewegen. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße, nein. Wieso müssen alle... Feuer? Das ist einfach nicht fair. Feuer, heiß und so, keine Luft mehr, Sauerstoff. Innerhalb des Feuers atmest du nichts mehr, sobald du einatmest. Ich versteh's nicht. Ja, ich noch weniger. Du bist eine Frucht, ey. So, komm. Raus hier aus der Bude. Jetzt alles wieder von vorne los. Fuck! Naja, ich will nicht hoffen, aber im Prinzip ist das für ihn die Katastrophe Nummer 2. Ja, große. So. Zack. So. Ich sag ja, großes Federlesen mache ich nicht mehr. Nein, hier brauche ich ja auch nicht alles zu durchsuchen und. Oh, oh. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Wow. Wer war? Was war das? Das ist die präzisere Frage, das stimmt, da gebe ich dir sogar recht. Ja, zack, zack. Oh. So. Aha, Moment. Ja. Yes, rostige Reste. Nicht zu verwechseln mit Metallresten. Ja, die gibt es ja auch noch. Moment, hier muss... da. Ja, ich sag ja, bei den Durchgängen, die ich gemacht habe, Halleluja, ey. Ja. Warte mal. Nee, hier rüber. Hier waren wir noch nicht dran, ne? Ich glaub nicht. Nein. Einmal. Zweimal. Sag mal. Jetzt passt es. Er hat ein Messer in der Hand, ey. Ja, ey. Gut, da habe ich diese. Da war ich auch schon. Ja. Der Tod, ja. Ja. Der Tod findet sie alle. Skelettkopf, da wackelt schön. So, warte mal, lass mich mal eben hier rein. Ob da... Nein. Er hatte einen Grund, ja, auf jeden Fall. Ich jetzt... Ich hab ich. Gut, das war's erstmal, ne? Würde ich doch sagen, oder? Ja, soweit, so gut. Also... Dann würde ich
Hier ist ein Dämonenfragment. Halt. Jungfernfragment. Ja, das ist zunächst, ich bin so präzise, aber. Sekunde. Ja, ich. Moment mal. Aha, ich sehe gerade was. Ja. Na dann. Warum? So. Normaler Weißer war das. Aha. Nein, alles gut, alles Taco. Ja. Alter, das ist zu viel Aufregung für die ersten Parts, die ich aufnehme. Geht's wohl zum Schloss? Ja, das ist richtig. Mist. Ja. So, ja. Nicht jetzt, aber später sind hier Gegenstände drin. Genau. Heureka. Ja, halt. Die Äpfel, die sehen echt Taco aus. Und die Weintrauben? Alter, die sind schon... Ja. So. Sieh an, sieh an. Hä? Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Auf zu jammern, wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlass den Sterblichen dem Haus die Mitrasko. Ich verspreche. Das war die Mitrasko. Das war Du meinst... Du meinst... Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit dem spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deine Hammer geschweißt wäre. Werd noch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du hörst, Ethan Winters. Los geht's. Nein, stopp! Drei, eins,
Wow, ah, ja. Verfluchter Mist! Ja, ich wäre schon bei Elfe gewesen. Ja, mache ich, mache ich. Nee, 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 nee. Oh Mann. Weiter so, Ethan. Für Geschichten. Oh. Das ist doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donna und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Ja. Haben die vielleicht Rose? Ja, haben sie. Zwingenderweise schon, ja. Gebe ich dir recht. Auf jeden Fall haben sie die. Ja. Wow. Das ist aber auch... Alter, guck dir das an. Die hätte gar nicht hinkommen können. Nee, überhaupt nicht. Überleg mal, die schieben sich nach vorne. Die kommen direkt hier... Nee, der kommt ja... Na, ist egal. Ja, auf jeden Fall hätte er das nicht schaffen können. Nein, auf keinen Fall. Nein, nicht möglich. Gut. Ist das nicht herrlich hier? So, jetzt Versuch Nummer 2. Und das jetzt klappt? Ich weiß nicht. Eureka. Let's do it again. Ja. Meine Fresse, da habe ich schon wieder so eine Gänsehaut gehabt, wie sonst noch was. Ja. Ich laufe jetzt mit Absicht hierher. Ja. Hier wäre normalerweise eine Ziege, genau. Warte mal. Genau hier. Nee, ich glaube hier. Ja. Gut, lass uns weitermachen. Ja, und die Raten. Ja, gut. Wird euch alles erklärt, glaubt es mir. Wenn ich es verstehe, versteht es jeder. Ja. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Ja gut, dann. Ethan. Ja, lass mich mal gucken. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Geschenk? Warte mal, lass uns mal eben die Sachen hier bist du wahnsinnig. Eben verticken. Ja, ich werde auch. Glaubst du mir, so 7-6 hatte ich. Ne? So. Absolut. So, ja. Und jetzt auf einmal habe ich L5. Nur durch die. Billiger Flunder? Na schön. Oh, so, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Was? Wollte gerade sagen, das kann ja nicht sein. Ich habe ja hier alles. Aber wenn der das sagt, ich mach's nochmal. Ja. So, was hast denn du für mich? Hier ist ja nichts Neues. Nö. Was
nichts Neues. Absolut nicht. Warte mal, da. 250. Ja, es kann ja sein, dass ich eine neue haben will. Ja, auf jeden Fall. Da, 180.000. Ja, aber ansonsten hat er ja nichts. Nö. Die Sicherstellung von Waren hat Oberst... Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Genau, aber nur mal sehen. So, ab dafür. Herzzerreißend. Ab ins Schloss. Zu der Familie Dimitrescu. Ja. Könnte Rose hier sein? Ja, möglich ist das. Da gebe ich dir recht. Möglich ist das. Oh. Rumsti. So, Sekunde. Ich sag ja, was alles hängen geblieben ist. Das ist echt wahr. Das ist Wahnsinn. Ja, wahr ist es, klar. Aber auch Wahnsinn. Ja. Zack, die Bohne. Guck mal, wo wir hier... Erstmal hier rein und speichern eine Runde. Ja, haben wir. Schlüssel, Durchläufe 2. Also. Ja, Freunde, hier mache ich erstmal einen Cut und ja, bis dann.